Tamara Samsonova, wurde am 5. Februar 1947 in Russland geboren. In den Medien wurde sie in Deutschland unter anderem bekannt als Granny Ripper, Granny Lecter oder als Killer-Oma. Die Frau wird verdächtigt, im Verlauf von etwa 20 Jahren, also von 1995 bis 2015, mehr als 11 Menschen ermordet, zerstückelt und teilweise gegessen zu haben. Eine Überwachungskamera zeichnete Samsonova beim Entsorgen von Leichenteilen auf, was zu ihrer Verhaftung führte. Die Durchsuchung ihrer Wohnung förderte ein Tagebuch zutage, in dem sie mehrere ihrer Morde in 3 verschiedenen Sprachen beschrieb: auf Russisch, auf Englisch und auf Deutsch. Ihre Sprachkenntnisse sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass sie früher in einem Hotel gearbeitet hatte, damals zu Sowjetzeiten. Ihre vermutlichen Opfer, zu denen wohl auch ihr Ehemann zählen könnte, soll sie teilweise vergiftet haben und teilweise erstochen haben. Als sie im Sommer 2015 in ihrer Heimatstadt St. Petersburg verhaftet wurde, leistete sie auch keinerlei Widerstand. Eine schizophrene Störung wird bei ihr in Betracht gezogen, konnte aber noch nicht erwiesen werden. Die Untersuchungen in diesem Fall dauern noch immer an. Samsonova wartet im Gefängnis auf ihren Prozess.